Das Prüfen von Arbeitsverträgen gehört zu den Hauptaufgaben der Juristinnen und Juristen der Landesverbände. Wir haben festgestellt, dass die Prüfung in der Vergangenheit auch spürbar zugenommen hat. Achten sollten Sie zum Beispiel auf die Frage, ist der Arbeitsvertrag befristet? Dafür lassen sich verschiedene Grundlagen finden, um den Vertrag zu befristen, aber nicht alle diese Grundlagen sind in Ordnung, was durchaus zu Folgeproblemen führen kann. Ebenso sollten Sie darauf achten, ob sich die Arbeitsbedingungen nach einem Tarifvertrag des MB richten oder ob es zum Beispiel nur eine Anlehnung an Tarifverträge des Marburger Bundes gibt, weil das für uns definitiv ein deutliches Signal ist, sich den Vertrag prüfen zu lassen. Die Opt-out-Erklärung ist von Bedeutung für die Frage der zulässigen wöchentlichen Arbeitszeit. Dafür gibt es Durchschnittsgrenzwerte. Mit dieser Erklärung erteile ich mein Einverständnis, über diese an und für sich bestehenden Durchschnittsgrenzwerte hinaus zu arbeiten, was insbesondere bei Bereitschaftsdiensten von Bedeutung ist. Sie können diese Erklärung abgeben, sind dazu aber nach Gesetz nicht verpflichtet. Selbst wenn Sie die Erklärung abgegeben haben, können Sie sie jederzeit widerrufen. Obwohl die Weiterbildung das zentrale Thema und Anliegen für die Ärztinnen und Ärzte ist, finden sich dazu im Arbeitsvertrag sehr wenig Angaben. Deshalb empfehlen wir, sich von der Weiterbildungsbefugten oder dem Weiterbildungsbefugten zu Beginn der Tätigkeit einen Weiterbildungsplan aushändigen zu lassen und die Ziele der Weiterbildung gemeinsam abzustecken. Wir vom Marburger Bund beschäftigen uns ausschließlich mit den Arbeitsbedingungen der Ärztinnen und Ärzten in Krankenhäusern, Praxen und MVZ und wissen, was los ist in den einzelnen Krankenhäusern und können so zusätzliche wertvolle Tipps geben.